keinen Fehler mehr machen. Bitte. Wir dürfen die Melone nicht mehr berühren. Wir geben dir da sonst sofort so einen Turbo-Boost, dass alles aus ist. Gleichzeitig muss ich sie relativ nah deswegen um die Kanten schieben, damit ich quasi noch dahinter stehen kann, ohne Kontakt aufzunehmen. Alles nicht so leicht. Okay. Jetzt geht mir gleich das Wasser aus, aber gut. Das ist nicht so schlimm. Ja, Megamelone! Schiedsrichter! Hä? Was? Auf Steam habe ich 39 perfekte Games. Ja, das ist nicht schlecht. Ich habe... Ich meine, bei den Nintendo-Konsolen kann man sich nicht anschauen, aber da sind es, glaube ich, ungefähr 3 Spiele und bei der PlayStation sind es 2 Platinum-Trophäen, glaube ich, oder 3 oder so. Kein Wunder, dass die so große Melonen brauchen, wenn 90% daneben fliegen, aber wirklich. Ich bin eher viel mehr noch als früher, also als Kind zumindest, aber dann schon eigentlich recht früh eher so breitflächig. Was Videospiele angeht. Ich spiele gern sehr viel verschiedene Sachen. Und zwar auch oft wirklich nur so lange, wie es mir Spaß macht. Früher habe ich mir noch quasi vorgenommen, wenn ich ein Spiel anfange, beende ich das. Und irgendwann habe ich für mich so gemerkt, eigentlich ist das Blödsinn. Weil eigentlich verbringe ich dann die Zeit nur mit Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen und die mir keinen Spaß machen. Und in der Zeit könnte ich auch irgendwie coolere Sachen machen. Und deswegen fange ich eben wirklich sehr viele Spiele an und manche lege ich halt dann wirklich schon nach ein paar Stunden wieder weg und sage schon, nee, okay, nix für mich. Manche spiele ich dann die Story zu Ende oder will noch alle die und die sammeln, weil ich wissen will, was dann passiert. Aber dass ich ein Spiel wirklich 100% komplettiere, das gibt's ganz selten. Auch Breath of the Wild, das mir wirklich gefallen hat, habe ich nicht alle Crocs gefunden und auch nicht mehr gesucht am Schluss. Da wird man ja bescheuert. Ich glaube, das letzte 100%-Spiel war... Metal Gear Solid 5. Und davor Fallout 4. Und ich habe es bei Death Stranding versucht, aber ich habe Death Stranding 3-mal durchgespielt und hatte dann immer noch nicht alle Trophäen. Irgendwas hat mir noch gefehlt, ich weiß es nicht mehr. Und dann hatte ich irgendeinen Bug, das war echt blöd. Ich habe nämlich dann nach dem 3. Mal durchspielen zum 1. Mal einen Menschen mal umgebracht, weil ich wissen wollte, was dann passiert. Und dann musste ich den zu dieser Verbrennungsanlage bringen, weil sonst wäre eine Katastrophe passiert. Und immer wenn ich mit dem bei der Verbrennungsanlage war, ist das Spiel abgestürzt. Das ist echt ziemlich doof. Und jetzt konnte ich quasi nicht mehr weiterspielen. Dann war das eine Savegame, bei dem ich es 2-mal hintereinander durchgespielt habe, quasi kaputt. Weil da war der schon tot. Und das war dann doof. Und dann habe ich aufgehört. Tja. Bei Breath of the Wild habe ich die Crocs auch ignoriert. Ja, ich meine, da gibt es ja nicht mal eine Möglichkeit, dass man wirklich alle irgendwie abhaken könnte oder sowas in der Art. Insofern... Die Trophäen sind für mich allerdings auch kein Ansatz für ein gutes Spiel. Zumal es Spiele gibt, die darauf ausgelegt sind, leicht Trophäen zu bekommen. Ich finde auch... Also, ich habe auch wirklich Fallout 4 und... Metal Gear Solid 5, nur deswegen habe ich da alle Trophäen gesammelt, weil ich mit den Spielen halt meiner Meinung nach komplett fertig war. Ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll. Es war halt einfach alles getan, was getan werden kann. Und dann habe ich geguckt, na, was gibt es denn noch für Trophäen? Vielleicht sind da noch Ideen oder Anreize. Und dann habe ich das halt noch abgearbeitet. Aber ich bin auch kein Trophy Hunter oder sowas in der Art. So, wie gucke ich mir denn gleich nochmal die Übersichtskarte an? Nein. Auch nicht.
Irgendwo. Aha. Nein, das ist die falsche. Ach so, warte mal. Nein, da gibt es eine andere Karte, die ich gern hätte. Die Übersicht. Nicht mehr. Gibt's doch nicht. Doch, gibt's bestimmt. Ich habe alle Knöpfe durchprobiert. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir einfach mal alle Level durch und dann schauen wir mal, wo ich schon alles habe und wo noch was fehlt. Wie viel Sternis, Shinies habe ich jetzt? Ich bin total verwirrt. Ich glaube, ich trinke jetzt Wein. Dann geht's mir wahrscheinlich besser. Ah ja, hier sind wir fertig. Okay. Also Kamin auf dem Dach können wir abhaken. Schade eigentlich, das Hotel mag ich irgendwie. Das ist nett. Ist halt das Geisterhaus in dem Spiel. Die Geisterhäuser sind immer interessant eigentlich. Oh ja, Red Faction Guerilla fand ich auch super cool. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Ich fand das so genial. Ich verstehe nicht, warum diese Idee von dieser, also diese Zerstörungsphysik nicht weiterentwickelt wurde. Weil dieses Kaputtmachen einfach so viel Spaß macht. Ich verstehe nicht, warum das Spiele nicht, aber anscheinend hat das vielleicht nicht so den Mainstream-Appeal. Ich weiß es nicht genau, aber das wäre für mich wirklich... Also das ist für mich so eine Spielmechanik, die macht immer Spaß einfach. Gebäude einreißen, das ist so gut. Tja. Da waren ja die Original Red Faction schon immer echt cool. Weil man halt die ganze Umgebung umgraben konnte im Endeffekt. Und das hat Guerilla dann mit seiner zerstörbaren Gebäuden, vor allem mit der Gebäudephysik, echt nochmal sehr gut auf die Spitze getrieben. Ich habe auch bei Red Faction Guerilla haben wir so oft im Multiplayer gespielt, irgendwie zu viert, zu dritt, bei so Spieleabenden quasi, irgendwie Pizza bestellt oder immer ganz viel Pudding gekauft, vor allem, und haben dann immer den Red Faction Guerilla Multiplayer gespielt, wo jeder abwechselnd der Reihe nach auf einer Map so viel Schaden wie möglich in gewisser Zeit mit vordefinierten Waffen erreichen muss. Das war richtig cool. Das war wirklich cool. Habe ich schon mal versucht, wo man über den Gully hinkommt, wo mit der verbunden ist? Ach so, einfach ein ganz normaler Gully. Oh ja, cool. Ich schätze mal, dass wir da nochmal hoch können, denke ich. Wie wäre es mit einem Final Fantasy in einem postapokalyptischen Szenario, in einer postapokalyptischen Welt? Das gibt's doch. Ist nicht irgendwie so ein bisschen jedes zweite Final Fantasy eine postapokalyptische Welt? Ja, gut, ich meine, im 15er habe ich... Aber ich habe gerade an den 15er gedacht, aber da spielt erst das Ende dann in der Postapokalypse. Es geht öfter mal die Welt unter, ne? Ich habe jetzt auch... Ist ehrlich gesagt schon lange her. Aber so eine klassische Postapokalypse meinst du wahrscheinlich, wie man sich das so im Westen vorstellt, Mad Max-mäßig oder so.
Hooray! Ich bin auch gespannt auf Final Fantasy 16. Kettenhund-Katastrophe. Das wird bestimmt cool. Ich meine, die meisten Final Fantasy sind eigentlich gut bis sehr gut. Es gibt ein paar wenige. Ich war vom 13er sehr enttäuscht. Das habe ich mir blind geholt, weil ich mir dachte, ach komm, weil wieder. Ich habe da länger kein Final Fantasy mehr gespielt. Seit dem 8. nicht mehr. Und habe mir gedacht, na, Final Fantasy, da kann man nicht viel verkehrt machen. Das kaufen wir einfach blind. Und dann habe ich, ja, bereut. So, er ist abgekühlt. Sein Stöpsel kriege ich nicht raus. Ich weiß gar nicht, was muss ich eigentlich machen? Nur irgendwas mit Kettenhund und Panik. Wird es ihm zu heiß, scheint er durchzudrehen. Ja gut, aber was soll das jetzt bedeuten für mich? Ah, ich kann den Ponöbel nehmen. Na dann. Habe ich jetzt echt Schaden bekommen, weil er so einen Stampfer 100 Meter von mir entfernt gemacht hat? Finde ich nicht in Ordnung. Ah, ich kann den tatsächlich ganz gut ziehen. Der sieht so massiv aus. Das hätte ich gar nicht gedacht. Klar, Crime Steve, warum nicht? Immer, immer gerne. Ich kann natürlich nichts versprechen oder so, aber für Vorschläge bin ich natürlich immer offen, weil warum nicht? Sofort stehen bleiben! Au. Wo ist denn Wasser? Ah, warte mal, die halten Pfeile in die Luft, ne? Schilder. Vielleicht sollte ich mich danach orientieren. Jetzt versuche ich mal, dass ich ihn hier irgendwie rüber bewege. Nein, da gehen wir nicht lang. Du gehst in die falsche Richtung, Kettenhund. Wir gehen da lang. Komm. Na komm. Braves Hündchen. Das passiert, wenn man nicht regelmäßig mit seinem Hund in die Hundeschule geht. Oder das Leinegehen zumindest nicht schon von klein auf übt. Regelmäßig. Dann entstehen solche Bilder. Hat eigentlich Mario Sunshine die viereckigen Melonen erfunden? Oder gab es die schon vorher in Wirklichkeit? Das sind die großen Fragen der Philosophie. Hallo, süße Salad Sauce. Wie geht's? Genau, in dem Pool. Kannst mal ein Video zu Billy Cone machen? Wie es nach Zero weiterging. Da weiß man leider überhaupt nichts über den. Der Charakter ist nach Resident Evil Zero vollkommen von der Bildfläche verschwunden und soviel ich weiß, gibt es dann nicht mal irgendeinen Comic oder irgendwas, das die Geschichte weitererzählt oder in irgendeiner Form. Da gibt es leider nichts. Da kann man nur Spekulationen machen und selbst da wüsste ich nicht mal, wo man... Also, kein Anhaltspunkt. Kurznachrichten. Berichten zufolge wurde ein verwaistes Yoshi-Ei. Ach so.
Wir haben jetzt 60 Shinies. Wie viel braucht man denn, um es durchzuspielen? Ich schaue es mal schnell nach. Mario Sunshine. Da kommuniziert das Spiel echt nicht so gut mit einem wie andere Marios, ne? Mario Sunshine, How many Shinies to fight Bowser? Genau. 50. Ach so. Warte mal, was? Ach so. Man muss alle Mario... Aber das muss man doch nicht... Muss man zwingend alle Mario-Schatten in jedem Level fangen? Das habe ich falsch... Das habe ich anders verstanden. Na dann schauen wir mal, dass wir in jedem Level den Bowser-Schatten fangen. Den müssen wir auf jeden Fall noch hier fangen. Und wahrscheinlich noch ein paar anderen Level vielleicht, da bin ich mir nicht sicher. Die Story abschließen. Mario spielt mit Story, ey. Wie kommt man auf solche Ideen? Das Geheimnis der anderen Seite. Es zeigt mir ein Yoshi-Ei und einen Bienenschwarm. Ich schätze mal, ich gehe mal mit Yoshi auf die andere Seite. Au, Wind, spinnst du? Warum ist hier noch Wind? Ich bin schon gar nicht mehr auf der Brücke. Wo kriege ich jetzt Honigmelonen her? Oh oh, ich habe irgendwie die Bienen. Not the bees! Oh. Ah, ich glaube, ich sehe eine. Am Fruchtbaum. So ein Fruchtbaum ist schon praktisch, ne? Was da nicht alles wächst. Ah, nur pflücken müsste man es, ohne dass es sonst wohin fliegt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das Richtige ist. Das sieht eher so wie eine grüne Kokosnuss oder so. Okay, Yoshi, dann gehen wir jetzt wohl auf die andere Seite. Was gar nicht möglich ist. Jetzt ist Yoshi da drin gefangen. Sehr interessanter Gameplay-Ansatz, dass man den Spieler einfach mal voll verarscht. Geil. Mario, bitte mach deinen Zeitsprung. Warum denn, Mario? Warum denn bitte jetzt? Ohne Witz. Manchmal ist er irgendwie ein bisschen komisch. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, vielleicht, wie ich mit Yoshi dahin komme. Der Stream stockt. Das ist schade. Ja, ich hatte auch ein paar Einbrüche in der Bitrate gerade. Ich hoffe, der fängt sich wieder, weil ich kann ehrlich gesagt leider nicht viel machen. Ja, das ist immer ein bisschen komisch, weil Streamlabs hier zeigt mir immer an, dass alles perfekt läuft. Aber auf Twitch zeigt es mir an, dass eben nicht alles perfekt läuft. Und Twitch hat in der Regel recht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, leider. Ich finde die Fehlerquelle nicht, weil wie gesagt, Streamlit sagt mir hier, stabile 5000 Kilobyte pro Sekunde, keine verfallenen Dinger, alles gut.
Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, es hat sich wieder gefangen. Ich hatte wirklich, also Twitch sagt mir, dass es in den letzten Minuten jetzt ein paar krasse Einbrüche gab. Ich hoffe, jetzt passt es wieder einigermaßen.